So, willkommen zurück bei Star Trek Online. Wir sind irgendwie in ein Paralleluniversum geraten, in dem wir Captain eines Frachters sind. Und ja, irgendwie müssen wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Wieso geht denn da die Tür nicht auf? Muss ich vielleicht von oben rumkommen? Das probieren wir jetzt mal aus. Ja, ich habe in der letzten Folge mit einigen gesprochen. Leuten, unter anderem Tascha, ja, Aripet haben wir wieder getroffen, unser Mannschaftsmitglied, unsere Technikerin ist auch hier. Vermutlich sind auch die anderen Mannschaftsmitglieder irgendwo. Dann Leute, die wir überhaupt nicht kennen, Bivat haben wir getroffen, der hier als Sklave sein Dasein fristet. Nett, dass ich ihm das nicht gönnen würde, aber es ist doch ein bisschen verquer, ne? Da ist Aribet. Die hilft mir aber gerade überhaupt nicht weiter. Okay, da sind noch zwei, die wir ansprechen können. Dann kennen wir wahrscheinlich alle Akteure. Franklin Drake, der ist ja in der normalen, im normalen Universum doch ein Questgeber. Also für, do you have a question? Ja, der ist auf jeden Fall, der hat uns. Ach Gott, wie soll ich sagen, der hat uns doch schon einige seltsame Zeitreiseaufträge gegeben. Wahrscheinlich, ja, ich bin zurück mit der. Was? Erzählen Sie mir etwas über sich. My name is Franklin Drake. I was born on a little colony world on the edge of Cardassian space. After the Federation fell to the Klingons, a lot of people moved out of the war zones to try to make new lives. It worked. For a while. When the Bajorans discovered that wormhole and the Dominion invaded, no world, no matter how remote, was safe. I signed on to help fight the Dominion, for all the good that did. The Dominion swallowed the Bajorans whole and then joined up with the Breen and the Cardassians to destroy the Klingons and the Romulans. After that, it was just a matter of carving up the Alpha Quadrant. Oha, da ist eine Menge Zündstoff drin. Ich heiße Franklin Drake. Ich bin in einer kleinen Kolonie am Rand des Cardassianischen Raums aufgewachsen. Nachdem die Föderation an die Klingonen fiel, haben viele das Kriegsgebiet verlassen und anderswo ein neues Leben gesucht. Eine Zeit lang hat es funktioniert. Als jedoch die Bajoraner das Wurmloch entdeckten und das Dominion einfiel, war keine Welt mehr sicher, egal wie abgelegen sie auch war. Ich habe mich damals dem Kampf gegen das Dominion verpflichtet. Das Dominion hat erst die Bajoraner geschluckt und sich dann mit den Brinnen Cardassianern zusammengeschlossen, um die Klingonen und Romulaner zu zerstören. Dann ging es nur noch darum, den Alpha-Quadranten entsprechend aufzuteilen. Na klasse. The Tholians got this piece of space in exchange for signing a non-aggression pact with the Dominion. It wasn't hard to see that the only way to survive was to sign on. Now I'm like you. I work for the Tholians, and in exchange I get a cot, a couple of replicated meals, and the chance to live for one more day. With a little luck, I'll get through tomorrow, too. So, die Tholianer haben diesen Teil bekommen und dafür einen Nicht-Angriffspakt mit dem Dominion unterschrieben. Klar ist der einzige Weg zum Überleben nur darin bestand, mitzuspielen. Jetzt geht es mir wie dir. Ich arbeite für die Tholianer, um im Austausch eine Schlafstelle und ein paar replizierte Mahlzeiten zu bekommen und so noch einen Tag länger zu leben. Vielleicht habe ich Glück und ich bin morgen auch raus hier. Do you need anything else? Hier geht's auf jeden Fall weiter mit der Quest. Ich bin zurück mit der Chapter-Seed-Ladung. Thank you, Captain. The Tholian Assembly appreciates your loyalty. So many ship captains threw away their lives needlessly in the days after they annexed this area of space. It'll take a few hours to offload your cargo. Feel free to grab a hot meal in the commissary. I know that comforts can be hard to come by in this sector. I recommend the Plomeek soup. It almost tastes like something. Okay. Vielen Dank, Captain. Die Tholianische Versammlung schätzt Ihre Loyalität. Viele Captains haben ihren Leben in den Tagen nach der Übernahme diese Raumsektors sinnlos vergeudet. Es wird einige Stunden dauern, bis Ihre Ladung entladen ist. Gönnen Sie sich in der Zwischenzeit eine warme Mahlzeit in der Versorgungsstation. Ich weiß, die sind selten in der Region.
Ich empfinde, die Plomeek-Suppe, sie schmeckt beinahe nach etwas. Also wir sollen etwas Essbares in der Versorgungsschutzung finden. Do you need anything else? Sie sind da fertig geworden. Lustig, die Aufträge laufen trotzdem weiter. Misserfolg, na klasse. Danke. Auf dem Schiff. Also auf meinem Schiff läuft scheinbar alles noch so, wie es soll. Ich nehme mal das hier mit Schmuggelware. Schmuggelware ist eine Menge wert, da bin ich sehr dafür. Gut. Nahrungsmittel aus der Kantine besorgen. Und wo ist das? Ah, da oben. Okay. Gut. Dann beschleunigen wir das Ganze ein bisschen mit einem kleinen Sprint. Also eine sehr seltsame Geschichte tut sich da auf. Ich nehme an, dass die Nahrungsaufnahme irgendein Schlüsselereignis auslöst. Entweder wird mir furchtbar schlecht davon. Aha, da ist so eine Art Kühlschrank. Nahrungsmittel erhalten. War das jetzt gut? 47 der Menschen. I haven't seen you around here before, Captain. Aha, jetzt kommt da ein Gespräch zustande. Mit Richard Castillo sprechen? Got a minute to talk? Fragen wir erstmal, wer er ist. Call me Castillo. Not a lot to tell, I guess. I'm Lieutenant J.G. Richard Castillo, helm officer of the USS Enterprise C, an unwilling time traveler. I'm normally the helm officer, but I'm senior officer now that Captain Garrett and the rest of the senior staff are gone. I've got to do what the captain would want. Get us back to where we belong and finish what we set out to do. Jo, nennen Sie mich Castillo. Es gibt nicht viel zu erzählen. Ich bin Leutnant J.G. Richard Castillo, führender Offizier der USS Enterprise C und freiwilliger Zeitreisen. Also hier wieder jemand aus der Enterprise C. Auch wenn ich normalerweise führender Offizier bin, habe ich jetzt, da Captain Garrett und das andere Senior-Personal weg sind, die Funktion des Senior Officer übernommen. Ich muss tun, was der Captain wollte, um in unsere Zeit zurückzubringen und unsere Mission dort zu beenden. Das ist wieder ein tolles Deutsch. I know this is hard to accept. Ja, ich bin but hier. We're not supposed to. I know. I asked around about you, and I don't know if I'm supposed to be telling you this, but I need your help. You're not supposed to be here. None of us are. Not in this timeline, I mean. My ship, my crew, we were supposed to do something important. We went through an anomaly, moved through time, and everything changed. Okay, ich habe mich über Sie kundig gemacht und eigentlich weiß ich nicht, ob ich Ihnen das überhaupt erzählen soll, aber ich brauche Ihre Hilfe. Welche Überraschung. Sie sollten eigentlich gar nicht hier sein, niemand von uns, also nicht in dieser Zeitlinie. Mein Schiff und meine Mannschaft, wir sollten etwas Wichtiges erledigen, aber wir sind in eine Zeitanomalie geraten und so hat sich alles verändert. Ja, genau so bin ich hier gelandet, ne? We tried to go back. I guess the battle with the Klingons disrupted the anomaly. Instead of getting back where we belong, we ended up here with the Tholians running everything. I'd never even seen a Tholian before. You have to help us set things right. You have to help us get back to our ship. Jo, wir haben zwar versucht zurückzugelangen, aber der Kampf zwischen den Klingonen scheint die Anomalie gestört zu haben. Und anstatt zurückzugelangen, sind wir hier gelandet, in dieser von den Tholianern regierten Welt. Ich habe noch nie zuvor einen Tholianer gesehen. Sie müssen uns helfen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Wir müssen zurück auf unser Schiff kommen. Wovon reden Sie? Wir sind wir. Me and my crew. There are a little over 100 of us here, scattered throughout the work camp. We're about 65 years ahead of where we should be, according to my math. We were fighting the Romulans. This was back in 2344. And the weapons discharges caused a temporal rift. We passed through, and because we weren't at Narendra to do what we were supposed to do, the timeline changed.
Jo. Ich und meine Mannschaft, wir waren um die 100 Leute und sind jetzt über das ganze Arbeitslager verteilt. Wir befinden uns etwa 65 Jahre in unserer Zukunft, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wir haben zu unserer Zeit, also 2344 gegen die Romulaner gekämpft, als Waffenentladungen einen temporalen Riss erzeugten. Wir sind hineingeraten und da wir so unsere eigentliche Aufgabe auf Narendara nicht durchführen konnten, hat sich die Zeitlinie verändert. We ended up in a timeline where the Federation and the Klingon Empire were at war, and the Federation was losing, badly. We tried to go back to set things right, but then the Klingons found us and the Enterprise-D. There's someone here with us from that timeline. Her name is Tasha. I'll take you to her. Maybe she can help explain this. Ja, wir sind in einer Zeit gelandet, als sich Föderation und Klingonisches Reich im Krieg befanden. Die Föderation war dabei, brutal niedergeschlagen zu werden. Wir versuchten zurückzugelangen und alles wieder zu berichtigen, aber die Klingonen fanden uns auf der Enterprise D und es ist auch jemand hier aus dieser Zeitlinie. Sie heißt Tasha. Ich bin in gesehen, vielleicht kann sie es besser erklären. Okay. Gehen Sie voran. Folgen wir Ihnen mal. Wir haben ja Tasha schon gefunden. Hallo. Den könntest du auch unterm Laufen die Schnürsenkel zusammenbinden und der Dartset merken. Ach ja. Oppression, ja, hieß es doch vorhin. Das erinnert mich schon wieder an Skyrim. We drink to our youth for the days gone. For the age of oppression is just about done. Ihr kennt das ja, ne? Mit Tasha ja sprechen. We need your help. Was ist hier los? I'm from Starfleet, and if I'm right, that's a name that should ring bells with you as well. In an alternate timeline from this one, the correct one, Starfleet is still alive and well, and you're a Starfleet officer too. When the Enterprise-C moved ahead in time, it created an alternate timeline, one in which I was alive, but shouldn't have been. I left with the Enterprise to set things right. Ja, ich bin von der Sternenflotte und ja, dieser Name, er sollte auch Ihnen etwas sagen. In der alternativen Zeitlinie, in der echten, gibt es die Sternenflotte noch und nun ja, Sie sind dort auch ein Sternenflottenoffizier. Als die Enterprise C sich in der Zeit Richtung Zukunft bewegt hat, wurde diese alternative Zeitlinie erschaffen. Eine, in der ich am Leben war, es aber nicht sein sollte. Ich habe die Enterprise verlassen, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen. We thought we were returning to the Narendra system in 2344 to defend the Klingon colony there from a Romulan attack. We ended up in this nebula in 2409. The Tholians caught us before we could try again, and you can guess the rest. We're going to try to restore the timeline, but to do so, we need the Enterprise-C. It's still in the hangar here, and as soon as we get back to her, we'll find the temporal rift and get back to where and when we're supposed to be. To do that, we need your help. Gut, jetzt erklärt sie nochmal das, was ich euch vorhin erzählt habe. Hoffentlich ein bisschen verständlicher, als ich das hingekriegt habe. Wir dachten, wir sind auf dem Weg zurück in das Narendara-System im Jahr 2344, um die klingonische Kolonie vor einem Angriff der Romulaner zu schützen. Gelandet sind wir aber in diesem Nebel des Jahres 2409. Die Tholianer haben uns gefangen genommen, bevor wir einen neuen Versuch starten konnten. Und nun ja, den Rest können sie sich sicher denken. Wir werden versuchen, die Zeitlinie wiederherzustellen, aber dafür brauchen wir die Enterprise C. Sie ist immer noch hier im Hangar und wenn wir zu ihr zurückkehren, finden wir den temporalen Spalt und können an den Ort und in die Zeit, aus der wir stammen, zurückkehren. Dazu benötigen wir ihre Hilfe. Bin dabei, was kann ich tun? Franklin Drake is already helping us. He managed to get an access key used to operate the systems in the hangar control room. We need you to get the code from Drake and use it to open the doors to the hangar control room.
I'd go myself, but we've already been here a week. The Tholians know we're trying to get back to the ship. They're watching us. But you're new. They won't suspect you're involved. That's the idea, at least. Franklin Drake hilft uns bereits. Ist in den Besitz eines Codes gekommen, mit dem die Systeme im Hangar-Kontrollraum bedient werden können. Sie müssen diesen Code von Drake besorgen und damit die Türen zum Hangar-Kontrollraum öffnen. Ich würde es selbst tun, aber wir sind bereits seit einer Woche hier. Die Tholianer wissen, dass wir versuchen, zu dem Schiff zu gelangen und beobachten uns. Aber Sie sind der Neuankömmling und werden nicht verdächtigt. Zumindest sollte es so sein. Of course, it's not as simple as getting the code and opening the door. The Tholians have guards on all critical areas. You'll need to slip past the guards and get into the maintenance tunnels. From there, it's a winding maze to the hangar control room, which can only be unlocked from the inside. Once you get in, you'll be able to open the doors. We'll be waiting there to help you free the Enterprise. Natürlich ist es nicht mit Codes besorgen und Türöffnung getan. Die Tholianer haben an allen wichtigen Orten Wachen. An diesen müssen sie sich verschleichen und in die Instandhaltungszone gelangen. Diese führen in einen Bahn, in einem wahren Labyrinth bis in den Hangar-Kontrollraum, der sich nur von innen öffnen lässt. Wenn Sie einmal im Inneren sind, können Sie die Tür öffnen. Wir warten dort, um Ihnen zu helfen, die Enterprise zu übernehmen. Ich werde es tun, was danach. Here, take this communicator. It's on a scrambled frequency the Tholians don't monitor, and it'll allow me to contact you while you're on the move. Maybe you can convince someone to cause a distraction. That might make slipping past the guards into the tunnels easier. Hier, nehmen Sie den Kommunikator. Er ist auf eine verschlüsselte Frequenz eingestellt, die von den Tholianern nicht überwacht wird. Damit kann ich mit Ihnen in Kontakt treten, während Sie unterwegs sind. Ja, klasse. Vielleicht können Sie jemanden überzeugen, eine Ablenkung zu organisieren und dadurch vielleicht an den Wachen vorbei in die Tunnel zu gelangen. Ja, ich habe auch schon eine Ahnung, wer uns diese Ablenkung besorgt. Hast du noch was für uns zu sagen? Got a minute to talk? Nö, leider nicht. Gut. Wo befinde ich mich jetzt eigentlich? Hier. Ich nehme mal an, einer hier ist bereit, uns zu helfen. Das ist der, wo ich gesagt habe, den merken wir mal uns. Der hat sich noch nicht mit der Situation abgefunden. Er hier. I will be free. Nein, der nicht. So, schade, ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht. Mit Michael schon sprechen. How can I assist you? Die helfen mir scheinbar alle nicht weiter. Der Cardassianer vielleicht. Also Cardassianer haben ja so ihre Talente, ne? Mit Moana ist der nicht zu rechnen. Da ist der viel zu passiv. Ein Versuch was wert. Wo sitzt denn der Cardassianer gleich wieder? Beziehungsweise, wer bist du denn mit dem... Eliza Flores? Ja, grüß dich. Sie kommen mir bekannt vor. Ja, ich habe sie schon gesehen. Sie sind nicht der auf Drosana in den Pongo-Spiel betrogen hat. Ich hörte, die nausikanischen Kumpels von den Ferengi haben ihnen die Arme gebrochen. Wie lange waren sie außer Dienst? Das sind ja tolle Stories. Erzählen Sie mir etwas über sich. Eliza Flores ist mein Name, aber die meisten Leute nennen mich schlicht Chief. Ich bin eine Art eierlegende Wollmilchsau, das ist wieder ein bisschen holprig übersetzt. Ich kümmere mich um Sicherheit, Schiffsreparatur und Frachtbeladung, eben alles, was bezahlt wird und mich zum nächsten Raumhafen bringt. Ja. Ablenkung. Das ist doch der, den wir eigentlich in Ruhe lassen sollen. Mal gucken. It's too bright in here. Der also auch nicht. Ich hab hier jetzt aber schon. Ja gut, vielleicht Aribet.
Gott sei Dank ist der Bereich nicht so groß, dass man hier nicht mehr durchblickt. Aber da komme ich jetzt nicht durch, ne? Ja, klar. Wenn ich schon mal hier bin, aber normalerweise sind Ferengi eigentlich nicht so die Typen, die beachtet haben. Ich hab den Ding. Nein. Du bist doch Biwart. Wenn ausgerechnet der mir hilft, dann lache ich mich schlapp. What do you want? Nö. Ja, das wäre es ja jetzt auch gewesen, wenn der sich mal nützlich macht, anstatt immer nur Chaos zu verursachen. Aber hätte irgendwie gepasst. Dann frage ich mal Arifet. Also mein erster Offizier ist her und mein Techniker. Was ist mit Velaya bzw. Mediziner irgendwas in der Art? Jetzia? Fragen wir sie einfach mal. Schlüssel. Achso, vielleicht sollte ich erstmal mit Drake reden. Vielleicht ergibt sich dann was. Das warst doch du, oder? Genau. Do you have a question? Ja, und Castillo sagten, sie hätten einen Schlüssel für mich. Take it. Here's a map too. You'll need it in the tunnels. I still don't know why I'm risking my neck for this. Don't expect any more help from me. The Federation fell before I was born. I shouldn't even care, but there's something about Yar and Castillo. I know they believe they can make a difference. It makes me want to believe. Hier, ach ja, und hier ist eine Karte. Die werden Sie in den Tunneln benötigen. Ich weiß immer noch nicht, warum ich dafür meinen Kopf aufs Spiel setze. Erwarten Sie also nicht noch mehr Hilfe von mir. Na, also in meinem Universum bist du aber ein bisschen mutiger. Die Föderation ist untergegangen, da war ich noch nicht einmal geboren. Eigentlich sollte mir das alles egal sein. Aber da ist irgendwas Interessantes an Yar und Castillo. Ich weiß, sie glauben daran, etwas bewirken zu können. Das macht mir Hoffnung. Ja, die wissen halt, dass das hier nicht richtig ist, ne? Do you need anything else? Karte, jetzt soll ich wieder darauf. Okay. Was immer das heißen mag, was da gerade als Tooltip stand. Wird sich schon finden. Die hat doch jetzt ausgeschaut wie in Velaya. Hallo? Nee. Ich meine, ich habe festgestellt, dass viele so ausschauen wie Velaya in dem Spiel, weil da habe ich ja das Aussehen von, wie hieß sie gleich wieder, die Mechanerin, die wir von ganz früh an schon haben. Hab hier beibehalten und ja, scheint hier so ein Universalgesicht zu sein. Also, da waren vorhin drei grüne Kreise. Sprechen wir nochmal mit dem da. Das ist doch der, genau. I will be free. Kann ich Sie überzeugen, ein Ablenkungsmanöver durchzuführen? Wir müssen irgendwie in den Kontrollraum kommen. Your plan is foolhardy. If you want to die, do it without my assistance. Ihr Plan ist hoffnungslos. Wenn Sie sterben wollen, dann ohne mich. Den habe ich eigentlich anders eingeschätzt. Was ist denn mit dir? How can I assist you? Kann ich Sie überzeugen, ein Ablenkungsmanöver durchzuführen? Wir müssen irgendwie in den Kontrollraum kommen. I don't remember the Federation or Starfleet. The war was almost over before I was born. This is the only life I know. One of servitude, deprivation, loss. I want something better. That freedom my parents and grandparents told me about. I want the Federation back. I'll help.
Just tell me what you need. Ich kann mich an die Föderation oder die Sternflotte nicht erinnern. Der Knick war schon fast vorbei, als ich geboren wurde. Ich kenne nur dieses Leben, ein Leben der Unterwerfung, der Entbehrung, des Verlustes. Ich möchte ein besseres Leben. In Freiheit, so wie es mir meine Eltern und Großeltern erzählt haben. Ich möchte, dass die Föderation zurückkehrt. Ich werde helfen, sagen sie mir, was sie brauchen. Danke, du wirst es nicht bereuen, und wenn ich Erfolg habe, wirst du frei sein, und das hier wird nie geschehen sein. Usha, to the death! Das also ist ein Tolianer. Hey! Get down here, you big salt shaker! Your suit won't protect you forever! Your suit won't protect you forever! Ich hoffe, dass jetzt nicht stirbt für den Versuch. Sicherheitscodes eingeben. Dann da rein. Tullianische Architektur. Finde ich jetzt aber eigentlich gar nicht einmal so unattraktiv. Irgendwo eine Jetris-Röhre. Das hier vielleicht. Wartungstunnel betreten. Gut, damit sind wir einen Schritt weitergekommen. Well done. Those maintenance tunnels are a maze. They make navigating the Jeffries tubes on the Enterprise look easy. I recommend using the map to keep track of where you've been, what doors lead away from which room, and where you are currently. Jo, gut gemacht. Diese Tunnel sind ein Labyrinth, dagegen sind die Jetris-Röhren der Enterprise ein Kinderspiel. Ich empfehle, eine Karte anzulegen, wo sie bereits waren und welche Türen von den Raum, in dem sie sich eventuell aktuell befinden, wegführen. Also einen Weg durch die Instandhaltungstunnel suchen, Karte nutzen. In der unteren rechten Ecke ihres Bildschirms, um ihren Fortschritt festzuhalten. Handgezeichnete Karte ansehen. Ich schätze mal, das wird kompliziert. Gut, wir machen das in einer neuen Folge. Bis gleich.